Dr. Maurer, liebe Frau Dr. Steger, Herr Professor Krohmann, liebes Ehrenmitglied Professor Rommelfanger, ich begrüße auch alle Preisträger und Mitglieder der Jury des Norbert-Walter-Förderpreises ganz herzlich und natürlich unsere Beiratsmitglieder und natürlich alle Gäste hier im Saal herzlich zu unserem zu unserer akademischen Feier. Alumni-Organisation ist einfach ein Netzwerk an sich. Das bedeutet, dass man einfach Kontakte hält, zum Beispiel auch von Erfahrungen lernt, die andere gemacht haben. Kontakte behält, die in die Universität gehen, das heißt die Theorie und die Praxis vermengt. Wir nennen das ja Friend-Raising, das heißt wir pflegen Freundschaften. Brain-Raising, das heißt die Praxis lernt immer noch von der Theorie und umgekehrt. Welche neuen theoretischen Entwicklungen gibt es und welche praktischen Geschichten gibt es? Und Fundraising, das heißt wir finanzieren ideell und mit Geldmitteln eben Projekte, die auch die Universität der Universität weiterbringen. Heute im Mittelpunkt stehen Menschen, die was Besonderes geleistet haben. Da geht es um Einblicke, um Rückblicke, um Ausblicke. Und beginnen wollen wir mit einem Einblick, nämlich Herr Dr. Maurer war so nett, sich bereit zu erklären, über ein Thema, was ihm wirklich am Herzen liegt, zu sprechen. Er hat ja schon viele Bücher, Aufsätze und Reden gehalten zum Thema Management. Zwei seiner Leitsätze habe ich mir mal aufgeschrieben. Einer ist, dass es für einen guten Manager nie um sich geht, sondern immer um das Unternehmen. Das ist das eine. Und die wirkungsvollste Tarnung von Managementfehlern, das ist steigender Umsatz. Und an diesen beiden Zitaten von Herrn Dr. Maurer sieht man schon, was da für Musik drin spielt in diesem Thema. Deswegen freue ich mich sehr, dass er uns zum Thema Anforderungen an das Management kurze Einblicke in sein Wissen geben möchte. Ich kann auch ein Buch empfehlen, was ich glaube, vorletztes Jahr ist es herausgekommen von Professor Malik und Herrn Maurer zusammen, eine Zusammenstellung von aktuellen, immer noch aktuellen Themen in seinem Werk. Das ist ein sehr schönes Buch, aber live ist es natürlich noch besser, deswegen freue ich mich, dass Sie heute hier sind und uns das vortragen. Dr. Maurer. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, also nur zur allgemeine Information. Herr Eck wurde von mir nicht bestochen, dass er etwas über mein Buch sagt, was den Umsatz erheblich erhöht. Ja, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, Sie haben mich gebeten, ein paar Bemerkungen zu machen zum Thema Management, also ein Thema, mit dem ich mich ja in meinem Leben schon seit einigen Monaten beschäftigt habe. Wenn ich hier in diesem Kreis über Management spreche, dann entsprechend dem, sagen wir, etwas pluralistischeren Publikum, als wenn man normalerweise nur diese Unternehmertypen vor sich hat, habe ich mir gesagt, ich kann nicht nur über unternehmensbezogene Managementaufgaben sprechen, sondern über Management in einem weiteren Sinne, dass es für alle interessant ist. Denn Managementfragen, meine Damen und Herren, spielen überall eine Rolle. Wo geleitet wird, also auch in Universitäten, in Institutionen, in Schulen, in der Politik und so weiter. Und da fällt es oft mehr am Management als in den eigenen Unternehmen. Am Anfang von allen Managementfragen steht eine klare Formulierung von Grundsätzen über die zugrunde liegende Politik und die Kultur einer Institution. Dazu zwei Bemerkungen. Die heutige Welt ist, ein Gemeinplatz, wie sie ist, mit ihrer Medienintensität, ihren vielen gesellschaftlichen Gruppen und erfordert natürlich eine professionelle PR- und Kommunikationsabteilung. Aber der Chef muss der wichtigste Kommunikator bleiben und nicht die PR-Abteilung. Weil über ihn jede Botschaft mehr Aufmerksamkeit erzielt. Wichtige Unternehmensbotschaften dürfen nicht von den PR-Abteilungen, sondern müssen durch die Institution bzw. Unternehmensleitung selbst kommuniziert werden.
Er muss die Strategien und Pläne allgemein verständlich erklären können. Und was oft nicht der Fall ist, da lassen Sie sich von Assistenten irgendetwas aufschreiben, was kein Mensch begreift, außer denen, die das aufgeschrieben haben. Eine wichtige Basis, um grundlegendes Vertrauen innerhalb wie außerhalb der Unternehmung bzw. Institution aufzubauen und zu halten, ist es wichtig, dass es so abläuft. Zweitens, die formulierten Grundsätze müssen nicht nur Bestandteil von Sonntagspredigen sein, sondern in der Praxis eingehalten werden. Vertrauen wird am meisten verspielt, wenn die Unternehmensleitungen am Montag nicht das durchführen, was sie am Sonntag versprochen haben. Wird ja vielfach so gemacht. Ja, als einige Beispiele aus unserer Nestle-Unternehmenspolitik, nur um zu erläutern, um was es eigentlich geht, würde ich ein paar Dinge zum Besten geben. Erstens, wir haben als Politik formuliert, wir sind mehr menschen- und produktorientiert als systemorientiert. Heute beschäftigen sich ja die Manager oder die Menschen, die haben sehr stark mit Systemen, mit Technokratien, mit Prozessen und so weiter. Aber das sind eigentlich letztlich zweitrangige Dinge. Also Systeme werden natürlich gebraucht in einem großen Laden. Aber sie dürfen nie Selbstzweck werden, sondern müssen immer als Hilfestellung für das Managen verstanden werden. Zweitens haben wir gesagt, wir sind im Zweifelsfall mehr zentral als zentral. Das klingt sehr gut, wird aber in der Praxis selten durchgeführt. Gerade in großen Firmen, wo unzählige Stäbe rumlaufen, die werden bei jedem Fehler, der draußen in einer Firma gemacht wird, wieder erklärt. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass wir eingreifen? Und das ist also ein Punkt, den man nicht genug betonen kann und wo die Chefs immer wieder sehen müssen, dass sie den Leuten die Chancen geben, die Dinge zu machen, im Rahmen einer allgemeinen Politik, aber nicht so viel operativ eingreifen. Drittens, ein ganz wichtiger Punkt, langfristiges Denken und Handeln. Und das ist heute schwieriger geworden als früher, weil die Globalisierung drängt zu schärferem Wettbewerb, der Wettbewerb wird stärker und die Pressures der Finanzwelt, alles das drängt mehr zu einer kurzfristigen Politik, die für die nächsten 3 Monate Ergebnisse bringt, aber langfristig nicht gut ist. Also langfristig, das sind 3 wichtige Grundsätze, die eingehalten werden müssen, was nicht einfach ist. Menschen- und produktorientiert, dezentral, langfristiges Denken und Handeln. Wichtig für den Erfolg von Leitungsorganisationen sind die Führungseigenschaften, wobei die Persönlichkeit eine umso größere Rolle spielt und nicht die Fachkenntnis allein, je höher die Position ist. Ich erwähne vielleicht einige dieser Führungseigenschaften. Erstens, Mut, Nerven und Gelassenheit. Sie wundern sich vielleicht, dass ich damit anfange, aber ich weiß, wovon ich spreche. Das ist das, was heute vielfach fehlt. Zweitens, die Fähigkeit zur Kommunikation. In der heutigen Medienwelt, in der heutigen Welt, wo alle Leute alles Mögliche wissen wollen, ist die Fähigkeit zur Kommunikation nach innen und außen sehr wichtig. Also der intelligente Chef, der nicht kommunizieren kann, der kann heute nicht mehr, kann nicht mehr leiten. Drittens, und das halte ich für ganz wichtig, Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Dass jemand Glaubwürdigkeit ausstrahlt, Vertrauen und das nicht in seinem täglichen Gebaren verletzt. Die Leute merken das sehr rasch, wenn der Chef da einen Haufen Zeug redet und man kann sich überhaupt nicht daran halten. Also Glaubwürdigkeit, es ist nämlich so, dass oft, wenn Sie die Leute fragen, was fehlt, was wollen Sie, und dann sagen Sie Informationen. Das stimmt überhaupt nicht. Die kriegen Tonnen von Informationen. Was sie eigentlich meinen, ist die Glaubwürdigkeit. Dass das, was gesagt wird, dass sie sich darauf verlassen können. Also Glaubwürdigkeit, Vertrauen ist wichtig. Schließlich in der heutigen globalen Welt, in der internationalen Welt, kann man nicht mehr leiten, wenn man nicht ein gewisses internationales Verständnis und internationale Kenntnisse hat. Dann, bei der heutigen Welt, wo sich alle 3 Jahre, alle 5 Jahre alles wieder verändert, ist die Bereitschaft zur Veränderung und die Fähigkeit,
die notwendigen Veränderungen zu managen, eine ganz wichtige Sache. Der Mensch möchte sich ja nicht verändern. Er möchte sich nicht verändern, aber er muss ständig, wenn die Welt sich ändert. Schließlich heute, das brauche ich hier in dem Kreis nicht zu betonen, heute muss einer Kenntnisse haben über die ganze Digitalisierung, weil die durchdringt das ganze Unternehmen und wer darüber nicht Bescheid weiß, der hat heute Schwierigkeiten. Ich hätte heute Schwierigkeiten, Unternehmen zu leiten. Das heißt, ich müsste mich hinsetzen und ganz gewaltig auf den Rosenboden setzen und diese Dinge lernen, mit denen ich nicht mehr aufgewachsen bin. Und das verändert sich ja täglich. Das ist eine ganz wichtige Geschichte meines Erachtens. Ferner gilt, da kommt einer meiner Sprüche, wer nicht sensibel ist, kann nicht führen. Wer nur sensibel ist, auch nicht. Schließlich, wenn einer Chef ist und oben sitzt, Top-Management, er muss Interesse an den Menschen haben und die Begabung, mit Menschen umzugehen. Das klingt zwar so leicht und einfach, aber wir entwickeln ja oft Leute, die ganz tolle Universitätsexamen haben, die tolle Leistungen bringen, aber die keine Ahnung haben, wie sie mit Menschen umgehen. Und diese Dinge werden, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, in Universitäten zu wenig gelernt, Verhalten von Menschen und ähnliche Dinge, weil zu sehr die wissenschaftliche Grundlage im Vordergrund sind. Und wenn man mit Menschen umgeht, natürlich, wir haben immer zwei verschiedene Typen, solche, die können es nicht und andere, die verbrüdern sich mit allen. Also wir brauchen eine optimale Balance zwischen Distanz und Nähe. Ist nicht einfach. Aber es geht nur, wenn diese beiden Dinge im richtigen Gewicht sind. Schließlich, und das ist beinahe das Wichtigste, was man braucht, wenn man oben ist, Charakter. Charakter, sage ich. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mal in einem Vortrag vor Familienunternehmen gesagt, wissen Sie, wenn man ein Haus kauft oder baut, ist eine Geschichte wichtig. Erstens Standort, zweitens Standort, drittens Standort. Wenn man einen Manager auswählt, sage ich erstens Charakter, zweitens Charakter, drittens Charakter. Heute wird auch viel von Work-Life-Balance gesprochen. Ein Wort, das wir früher gar nicht kannten. Das aber sicher seinen Sinn bei der heutigen Einstellung der Menschen hat. Aber ohne ein zusätzliches Maß an Engagement, neben dieser sicher in vieler Hinsicht guten Work-Life-Balance, wird man schließlich im heutigen Wettbewerb nicht bestehen. Also ich brauche eben bei aller Ausgewogenheit, Familie und alles, brauche ich Leute, die sich verdammt engagieren für das Unternehmen. Sonst macht ein Wettbewerber, der macht sonst. Und dann haben wir schon verloren. Aber nun, wie anfangs versprochen, noch einige Bemerkungen zum Management mehr allgemeiner Natur. Erstens, man kann nicht bei allen Entscheidungen, die man treffen muss, genau ausrechnen, was dabei herauskommt oder wie viel Erfolg damit verbunden ist. Ich habe deswegen immer gesagt, ich bin vor allem für alles zuständig, wo der Return on Investment nicht genau ausgerechnet werden kann. Was alle Leute immer wollen. Hier braucht man vor allem Mut und Erfahrung. Wenn Sie beispielsweise eine Sporthalle bauen, um irgendetwas zu sagen, müssen Sie einfach überzeugt sein, dass es sich hier um eine gute Entscheidung handelt. Es gibt also Sachen, die können Sie nicht genau rechnen, aber Sie müssen wissen, ob das richtig ist oder nicht. Zweitens, ein weites Feld Management heute ist das sogenannte Sponsoring. Hier kann man eine kurzfristige Rendite selten genau ausrechnen. Trotzdem weiß man, dass Sponsoring langfristig den Erfolg des Unternehmens positiv beeinflussen kann. Aber bitte Sponsoring nicht verwechseln, was man oft in den Führungsetagen sieht, dass die hauptsächlich gemacht werden, entsprechend den Eitelkeiten und den Hobbys der Chefs. Und das ist natürlich genau das falsche Sponsoring. Da muss man sehr gewissenhaft mit sich umgehen und zu überlegen, was ist das richtige Sponsoring für diese Geschichte und nicht einfach, sagen wir mal, was weiß ich,
Golf oder irgendwas sponsern, nur weil der Chef ein begeisterter Golfspieler ist. Wobei Golf manchmal gut ist für Sponsoring, das ist ja gar nicht so gut. Drittens, im Management entsteht immer die Frage, was soll man delegieren? Ich habe es anfangs gesagt, Dezentralisierung. Und was soll man selbst entscheiden und tun? Je mehr es sich dabei um quantitativ rationale, quantifizierbare Entscheidungen handelt, desto mehr kann man delegieren. Weil hier die meisten Leute wissen, wie die Entscheidung aussehen muss und wie hoch der Return on Investment ist. Da gibt es andere, zum Teil simple Fragen, die man überhaupt nicht delegieren kann und die mit diesen Dingen gar nichts zu tun haben, mit diesen Investitionsrechnungen. Ich spreche besonders, und Sie werden sich wundern, von Geschmacks- und Stilfragen. Die kann man schlecht delegieren. Weshalb es so wichtig ist, dass der Chef keine allzu speziellen oder absurden Auffassungen über Lebensstil oder Geschmack hat. Ist ein schlechter Chef. Meines Erachtens kann man auch so simple Angelegenheiten, ich erwähne jetzt mal einige Dinge, wo das Delegieren Grenzen hat. Tischordnung. Ja? Der Chef weiß in der Regel etwas besser, was er da tun muss, und er muss am Schluss auch die Verantwortung dafür übernehmen. Oder die Überwachung der Qualität und das Angebot, was auf den Tisch kommt, sind die Delegationen aus meiner Sicht beschränkt. Besonders wenn ein begeisterter Mitarbeiter gerade von Asien kommt, ja, und er möchte unbedingt bei der Neck, möchte einen Nasi-Goreng propagieren und so weiter und so fort. Oder irgendeine fernöstliche Speisenfolge für das Geschäftsfest umsetzt, darüber hinaus noch alle Teilnehmer dazu verpflichten möchte, mit Stäbchen zu essen oder irgendetwas, weil er gerade frisch aus Vietnam eingeflogen wurde. Delegieren darf man auch nicht unangenehme Sachen. Manche Chefs haben die Tendenz, sagt, mach du mal. Ne? Je schlimmer eine Sache ist, desto mehr ist der Chef selbst gefordert. Wenn er das nicht tut, ist er kein guter Chef. Die muss man selbst erledigen. Es gibt auch eine Menge von Kontakten, die man einfach selbst wahrnehmen muss. Das ist zwar traurig, aber es ist so, weil der Gesprächspartner einfach ums Verrecken den Chef sprechen möchte. Ob der nun besser ist oder nicht, aber weil er der Chef ist, hat er mehr Chancen, irgendetwas durchzukriegen. Das ist so, das ist eine menschliche Angelegenheit. Und wie gesagt, wenn man diese Liste durchsieht, was man delegieren kann und was nicht, dann wird man rasch zum Schluss kommen, dass das, was vielfach in den Unternehmen gemacht wird, dass nämlich die Art, die Masse an Delegation mit den Beträgen zusammenhängt. Ich habe einen Haufen Sachen diktiert, die mit den Beträgen gar nichts zu tun haben, die man nicht delegieren kann. Aber ich bin in Beträgen immer viel großzügiger, weil das meistens Sachen sind, die beherrschen 100 Leute im Unternehmen, wie man das ausrechnet. Deswegen ist also der Betrag, der oft als Kriterium für Delegation genommen wird, ein schlechtes Merkmal für wirklich richtige Delegation. Es ist natürlich richtig, dass man als Topmanager Innovation und Neues fördern muss und darüber auch etwas wissen muss. Aber wie gesagt, ich warne auch etwas, man muss etwas vorsichtig sein bei gewissen modischen Strömungen, die mit Innovation gar nichts zu tun haben, die reine Modegeschichten sind. Da sollte man eher vorsichtig agieren und nicht mit echter Innovation verwechseln. Zurzeit sind ja viele Dinge in Mode, nicht? Also Kollegialität ist natürlich ganz groß, hierarchiefreie Organisation, Coaching, ne? Oder so Sachen, also Teamarbeit und alles, das Brüche nicht. Aber wenn man das genauer ansieht, dann sieht man, dass das alles gewisse Grenzen hat. Und von mir stammt ja der Spruch, ich bin zwar sehr für Team, aber ich habe immer gesagt, ich bin für Team mit Spitze und nicht für Team als Spitze. Das ist der Unterschied, weil ich muss, wenn ich irgendwo in der Organisation bin und sage, ja, aber was ist der Chef? Ja, ich wollte ja, aber meine Kollegen, da sagen, er ist ja der Chef. Also man kann gewisse Cheffunktionen nicht total delegieren, aber man kann auch nicht als einsamer Chef führen und mit den Leuten nicht reden und nicht mit denen herausfinden, was da los ist und so weiter und so fort.
Dann wird ja viel über Autorität gesprochen. Es ist völlig klar, autoritär geht nicht. Aber ohne Autorität geht es überhaupt nicht. Wir müssen einfach wissen, dass wir in jeder Institution, nicht nur im Unternehmen, im Wettbewerb stehen. In der Universität, in den Schulen, in der Organisation, in der Politik und so weiter. Neben vielen Fragen, die die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, können wir heute nicht im Einzelnen sprechen. Aber es gilt mein Spruch für alle solche Geschichten. Ich muss es leider in Englisch sagen, weil es auf Deutsch nicht so gut klingt. Be first, be daring, be different. Wenn man die drei Tage seine Sachen behält, dann ist man in der Regel mehr wettbewerbsfähig, als wenn man das vergisst. Und zum Schluss, ich habe mich einigermaßen gehalten, komme ich noch einmal auf die Führungseigenschaften zurück, die für den Erfolg so entscheidend sind. In einer Kurzfassung sage ich immer, wir brauchen im Prinzip drei Dinge als Chef. Erstens, Herz und Verstand. Herz und Verstand. Zweitens, mens sana in corpore sano. Ohne Gesundheit und Robustheit geht es auch nicht. Und drittens habe ich mich immer an die Devise gehalten, tue Recht und scheue niemand. Ich danke Ihnen. Welchen Eindruck nehmen Sie nach dieser Veranstaltung mit von den Studierenden und den Alumni der Goethe-Universität? Ja gut, ich habe natürlich heute Abend noch nicht so viel kennengelernt, aber die ganze Atmosphäre ist sehr gut. Die ist sachlich, freundlich, aufgeschlossen und so, wie man sich eigentlich an Universitäten sowohl von den Lehrern wie von den Studierenden wünscht. Und ich glaube, dass auch bei den Studierenden heute wieder eine neue Generation heranwächst, die wieder weiß, wie sie die Zukunft gestalten müssen. Diese heutige Veranstaltung, definitiv eine sehr schöne Veranstaltung, sehr feierlicher Rahmen. Ein überragender Austausch mit Leuten aus der Praxis, wo man so natürlich an der Uni sehr selten hat. Hochkarätige Persönlichkeiten, wo ich echt selbst überrascht war, okay, welche Leute, welche Alma Mater, sage ich, haben wir hier an der Universität. Und auf jeden Fall für jeden kann ich es nur empfehlen, auf jeden Fall ein Riesenerlebnis. Ich glaube, nach wie vor ist es sehr wichtig, dass es diese Alumni-Organisationen gibt, damit wir das Bindeglied schaffen, auf der einen Seite die Studierenden, aber eben auf der anderen Seite auch die Ehemaligen, die sich schon relativ früh miteinander verknüpfen und da die Verbindung auch für ein mögliches Praktikum oder für einen erfolgreichen Start in die Karriere geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Maucher, lieber Herr Dr. Maucher, ich darf vielleicht zunächst außerhalb meines Programms beginnen, nochmal einen ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag vorhin. Ich fand da sehr, sehr viele, sehr bedenkenswerte, tiefgreifende Gedanken. Ganz prima. Als Mitglied des Beirats freue ich mich sehr, Ihnen gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden heute offiziell die Ehrenmitgliedschaft der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zu überreichen. Herr Eck hat ja schon einige Namen der bisherigen Ehrenmitglieder genannt. Allesamt Persönlichkeiten, die Großes geleistet haben und sich durch ihre Verbindung und ihr Engagement für und mit dem Fachbereich und der Goethe-Universität ausgezeichnet haben. Es ist gute Tradition, dass der Beirat der FWG ein Vorschlagsrecht hat und im letzten Jahr hat Ihr Name, lieber Herr Dr. Maucher, ganz oben auf unserer Wunschliste gestanden. Warum? Eben weil wir immer stolz sind, wenn ehemalige Studierende unserer Universität, unseres Fachbereichs, draußen in der Welt Großes leisten. Ich darf bitte kurz über Ihren Werdegang berichten. Sie, lieber Herr Dr. Maucher, haben nach dem Abitur in einer kaufmännischen Lehre beim damaligen Nestle-Milchbetrieb in Ihrem Geburtsort Eisenharz Anfang der 50er Jahre Ihre Karriere bei Nestle gestartet. Und Sie waren Jahre später der erste Nicht-Schweizer an der Spitze von Nestle. Das Studium der Betriebswirtschaft absolvierten Sie parallel zu verschiedenen Positionen bei Nestle an der Universität Frankfurt. Ab 1975 leiteten Sie als erster Generaldirektor die Deutschlandgruppe. Seit 1964 gehörten Sie der Direktion von Nestle hier in Frankfurt an. 1980 kam die Berufung in die Schweiz als Generaldirektor der Nestle AG und Mitglied des Exekutivkomitees. Es folgte 1981 die Ernennung zum Delegierten des Verwaltungsrats der Nestle AG,
in der Sie von 1990 bis 1997 zeitgleich Präsident und Delegierte des Verwaltungsrats waren. 1997 traten Sie dann als Delegierte zurück, agierten aber weiter als Präsident des Verwaltungsrats. Zwischen 1981 und 2000 baute Helmut Maurer das Unternehmen zum weltgrößten Nahrungsmittelkonzern aus. Im Jahr 2000 endete dann Ihr Mandat und Sie wurden zum Ehrenpräsidenten ernannt. Noch heute sind Sie regelmäßig im Büro und geben weiterhin wichtige Impulse. Neben den unternehmerischen Leistungen engagieren Sie sich auch stets über das Unternehmen hinaus. Soziale Verantwortung zu übernehmen ist für Sie elementarer Bestandteil Ihres Begriffs von Unternehmertum. Von Ihnen stammt der Satz, ich zitiere, ein Unternehmen, der einen Laden in unserer Größe leitet, sollte auch über andere Sachen nachdenken, als wie wir am besten Nescafé verkaufen. Hierin, meine Damen und Herren, spiegelt sich sein Managementstil wider, der durch kluge Voraussicht die Interessen von Mitarbeitern des Unternehmens mit den Interessen der Kunden, mit den Interessen der Gesellschaft insgesamt verknüpft. Nachzulesen ist dies übrigens in Marketing ist Chefsache oder Maucher und Malik über Management, Maximen des unternehmerischen Handels. Sie hören also 4x M. Hier hat er jeweils als Buchautor mitgewirkt. Alles Themen in jedem Fall, wie ich finde, von äußerst hoher Aktualität. Die Ehrungen von Ihnen nun vollständig und lückenlos zu nennen, würde hier den Rahmen sprengen. Drei Beispiele möchte ich daher herausgreifen. Das große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 1997, der Preis Soziale Marktwirtschaft 2004 der Konrad-Adenauer-Stiftung und die Verleihung des Hans-Martin-Schleyer-Preises 2013 für besondere Verdienste um die Festigung und Förderung der Grundlagen eines freiheitlichen Gemeinwesens. Verehrte Damen und Herren, nicht zuletzt engagierte sich Herr Maurer, wohlgemerkt, darf ich das bitte sagen, lieber Herr Dr. Maurer, heute über 80-jährig, im Alumni-Rat unserer Universität. Er sagt selbst, ich engagiere mich dort, weil ein besserer Zusammenhalt zwischen der Universität und den Alumni notwendig ist und dies sowohl für die Universität als auch für die Alumni befruchtend sein kann. Entschuldigung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, so sehen wir das auch. Von daher gesehen können wir uns nur allzu gut diesem anschließen. In Anerkennung Ihrer Leistungen, seiner Leistungen, freuen wir uns sehr, Ihnen heute die Ehrenmitgliedschaft der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zu überreichen. Es ist uns eine Ehre, lieber Herr Dr. Oswald, Helmut Oswald Maurer, dass Sie diese Auszeichnung annehmen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehört, ich muss ein bisschen lauter reden. Ich versuche mal in das Mikrofon zu sprechen, damit Sie das auch gut verstehen können. Ich möchte erstmal. Vielen Dank. Zunächst mal muss ich sagen, also wenn ich in dem Alter von dem Professor Krohmann noch so rüstig wäre, mit 94 Jahren hier so zu stehen, in dieser Form und in diesem hervorragenden Konstitution, wäre ich wirklich sehr dankbar. Und ich glaube, das ist erstmal ein Applaus wert. Dann muss man sagen, dass die beiden Ehrenmitglieder, die wir heute ernennen, noch eine Gemeinsamkeit haben, wie wir gerade festgestellt haben. Denn beide sind 1956 Diplomkaufmann dieser Universität geworden. Es wurde gerade im Gespräch deutlich, als wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, sie kannten sich aber nicht, sondern heute Abend, ich glaube, das erste Mal richtig begegnet. Also man sieht, dass man auch noch Begegnungen im hohen Alter, obwohl man so früh mal zusammen war, auch noch mal erleben kann.
Also mit großer Freude bin ich der Bitte des Vorstandes der FEWG nachgekommen, diese Laudatio zu halten. So möchte ich bei den Anfängen der Karriere von Herrn Professor Krohmann beginnen. Herr Professor Krohmann, bei dem ich übrigens selber studiert habe, das heißt also, ich war auch in einer Zeit in seinen Veranstaltungen gewesen. Damals gab es ja zwei Möglichkeiten, Professor Hofstetter und Professor Krohmann zu studieren. Ich habe mich dann nach dem, was meine Kommilitonen gesagt haben, für denjenigen entschieden, der im Grunde schwieriger war. Es hat mir nicht geschadet und im Gegenteil, also von daher gibt es da auch Gemeinsamkeiten und ich kann mich sehr wohl an die Vorlesung, die Veranstaltung erinnern und freue mich, dass ich heute Abend diese Laudatio halten kann. Herr Professor Krohmann hat nach der Promotion 1963 und der Habilitation 1970 nach einer Lehrstuhlvertretung der Universität des Saarlandes den Ruf an den Lehrstuhl in Frankfurt angenommen, und zwar im Jahre 1970, und hat diesen Fachbereich, beziehungsweise war in diesem Fachbereich bis 1987 mit diesem Lehrstuhl inne. Wenn man das sich wieder altersmäßig anguckt, Professor Krohmann hat so die letzte Möglichkeit genutzt, also hier noch tätig zu werden. Also auch da war er noch sehr rüstig gewesen, hat diese Zeit genutzt. Herr Professor Krohmann war in der Lehre, Forschung und Beratung gleichermaßen aktiv. Ihm gelang in besonderer Weise der Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis, was ja gerade in der Statistik, gerade für Studenten, wie ich ja damals auch einer war, nicht so ganz einfach zu verstehen war, was ist die Praxis, was ist die Theorie. Heute natürlich weiß man es, wenn man studiert hat, ist es natürlich sehr schwierig, das zu verstehen. Aber der Professor Krohmann hat damals schon versucht zu vermitteln, wie wichtig das ist, dass man die Praxis und die Theorie verknüpfen kann, was ja heute... Ja, jetzt sind wir wieder runter, ne? Zu groß dafür. Also irgendwie. Ja, genau so. Muss ich mal gucken. Als Professor für Statistik und an der Johann von Grund-Universität lehrten Sie, Herr Professor Krohmann, den wissenschaftlichen Grundlagen, und als Mitglied waren Sie auch zeitweise als Vorsitzender der Deutschen Statistischen Gesellschaft aktiv und haben an der Weiterentwicklung der Statistik in Deutschland sehr stark mitgewirkt. Das ist ganz wichtig, weil auch hier wieder das Thema Brückenschlag relevant war. Wir werden gleich feststellen, dass Herr Professor Krohmann im Rahmen des Schwerpunktes sich sehr stark mit dem Thema Zensus und Mikrozensus beschäftigt hat. Der eine oder andere erinnert sich ja noch an eine Zeit, als man in Deutschland keine Volksbefragung durchführen durfte oder konnte und wir irgendwann gar nicht mehr genau wussten, wie viele Menschen wir in Deutschland eigentlich sind. Das ist halt nur so wie 2 Millionen ungefähr geschätzt. Das heißt also, hier hat der Professor Krohmann auch dazu beigetragen, dass wir irgendwann mal gewusst haben, wie viele Deutsche wir wirklich tatsächlich sind, zumindest wie wir in Deutschland leben. Das heißt also, in seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates für Mikrozensus und Volkszählung beim Statistischen Bundesamt in Jahren 1989 bis 1991 und natürlich dann in seiner Mitgliedschaft als Kuratoriumsmitglied hat er sehr an der Bevölkerungsforschung teilgenommen und hat uns den Mikrozensus dann so beschert, wie er dann im Jahre 2005 auch tatsächlich umgesetzt wurde. Das heißt, er war entscheidend daran beteiligt, dass wir nach langer Zeit wieder eine Volksbefragung hatten, wo wir quasi dann wieder wussten, wie viele Menschen in Deutschland sind. Bis heute sind Sie immer noch Mitglied des Expertenkreises für die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes, ein schwieriges Wort. Herr Professor Krohmann hat seine Erkenntnisse auch in dem Großprojekt des Zensus 2011 einfließen lassen. Das heißt, da hatten wir ja nochmal ein Thema gehabt. Und 2011 wurde dann die sogenannten registergestützten Zensus eingeführt. Auch aufgrund des Wirkens von Professor Krohmann ein etwas Fortschrittliches, was eingeführt wurde in der empirischen Statistik und was heute quasi auch noch in den Jahren danach eingeführt wird, beziehungsweise verwendet wird und umgesetzt wird. Wir haben eben schon gehört beim Dr. Maurer, es gibt eine Reihe von Ehrungen, auch hier an der Stelle kann ich natürlich nicht alle nennen, aber ich möchte natürlich an erster Stelle nennen, dass Herr Professor Krohmann Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse ist und auch Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Demografie und des Verbandes der Deutschen Städtestatistiker. Ein Lebenswerk, das ich bestimmt sehen lassen kann. Und ich habe nun die Ehre, Professor Krohmann die Ehrenmitgliedschaft des Frankfurter Wissenschaftlichen Gesellschaft offiziell überreichen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Professor Krohmann. Vielen Dank. Liebe FFG-Mitglieder, liebe Gäste dieses festlichen Abends, ich danke der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft sehr herzlich für die mir erbrachte Ehre und danke dem Laudator besonders für die vielen Dinge, die er über mich erzählt hat
muss leider gestehen, dass ich ein so schlechtes Gehör habe, dass ich nicht alles mitgekriegt habe. Also Sie sind ja viel besser selber, ne? Ich bedanke mich also ganz besonders auch bei dem Laudator. Dankeschön. Ich möchte auch jetzt nicht weiter über mich erzählen. Ich nehme an, Sie haben schon einiges gehört und manche wissen einiges. Ich will lieber drei ganz kleine Geschichten aus meiner über 60-jährigen Verbundenheit mit dem Fachbereich erzählen, aus der Zeit als Student, als Assistent und als Professor. Als Student habe ich einmal, das waren die 50er Jahre, eine Fleißprüfung abgelegt, die war damals notwendig, wenn man ein freies Mittagessen haben wollte. Es waren aber auch immerhin auch sehr schlechte Zeiten. Und die Fleißprüfung in Statistik nahm der damals legendäre Dr. Hartwig, das kaum noch jemand kennen, Dr. Hartwig ab. Und der setzte als Termin den Aschermittwoch, ausgerechnet den Aschermittwoch fest und prüfte mich dran über die Sterbetafel. Aber das Ergebnis hat nicht nur dazu gereicht, dass ich meinen Mittagstisch bekam, sondern ich wurde kurz darauf wissenschaftliche Hilfskraft im statistischen Seminar und damit begann sozusagen meine Karriere als Statistiker. Als Assistent bei Professor Blind habe ich einmal eine ganze Folge von Referatsthemen fast fürs ganze Semester vorgeschlagen, und zwar jeweils die statistische Analyse eines Wirtschaftszweigs, also des Bergbaus, der Eisen- und Stahlindustrie, der chemischen Industrie und so weiter. Das waren dann ganz spannende Dinge. Das erste Referat über den Bergbau hielt der Student Norbert Walter. Und Professor Blind, der damals zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des staatlichen Saarbergwerke war und insofern hochkompetent für dieses Thema, fand den Referenten exzellent und gab ihm die Note 1. Vielleicht hat er mit Amt seine Karte. Als Professor ist mir eine kleine Geschichte in Erinnerung. Das war kurz vor Weihnachten. In der letzten Vorlesung, meiner letzten Vorlesung vor dem Fest, hatten Studentinnen das Pult geschmückt mit Tannenzweigen und mit brennenden Kerzen, und ich war außerordentlich gerührt. Und so begann ich denn meine Vorlesung mit den Bibelworten. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wird. Und dann hielt ich meine Vorlesung für die Volkszählung. Ich habe einen hervorragenden Eindruck von der Veranstaltung. Das gilt schon für den organisatorischen Rahmen. Man wird sehr freundlich empfangen. Man weiß, wo man hingehen soll, hingehen kann. Auch das Kulinarische ist, glaube ich, hervorragend gelungen. Aber besonders beeindruckt bin ich heute Abend von den Ehrungen, die bereits vorgenommen worden sind, von Herrn Maurer. Wir hatten eine wunderbare Ansprache von ihm gehabt mit vielen tiefen Erkenntnissen, in knappen Worten vorgetragen und dann gefolgt von der Ansprache von Herrn Grohmann, bei dem ich ja auch studiert habe, und dass er in hohem Alter, das darf man ja wirklich sagen, mit 94 Jahren, dann noch berichtet aus seiner Studentenzeit, aus seiner Assistentenzeit und aus der Zeit seiner Professur hier in Frankfurt. Also fand ich hervorragend, sehr gut gelungen, es passt alles. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, in diesem sehr angenehmen Rahmen die Urkunden an die Preisträger des Norbert-Walter-Förderpreises 2014 zu überreichen. Professor Dr. Norbert Walter muss ich in diesem Kreis nicht mehr vorstellen. Er war Gründungsmitglied der FIWG, und als wir im Jahre 2004
den Förderpreis der FLWG einrichteten, war er von Beginn an einer der wichtigsten Mitglieder der Jury und er war auch immer interessiert daran, an diesen Wettbewerben teilzunehmen. Nach seinem viel zu frühen Tod im Oktober 2012 beschloss daher Vorstand und Beirat, den Förderpreis Norbert Walter zu widmen. Welche Motivation verfolgt denn die FIWG mit diesem Norbert Walter Förderpreis? Wir sind eigentlich ja eine Alumni-Organisation. Das heißt, die Absolventen, die hier an der Universität studiert haben, das sind unsere Mitglieder. Aber seit vielen Jahren kümmern wir uns auch um die Studenten. Also Studierende sind ja unsere zukünftigen Mitglieder, die sind jetzt an unserer Alma Mater. Und da gibt es viele Projekte, die wir machen, wie Best-Practice-Seminare, wo wir Studierenden helfen, Soft-Skills beispielsweise zu lernen. Und der Norbert-Walter-Förderpreis ist deswegen ausgeschrieben, um eben besonders gute Arbeiten bei Masterstudenten und Bachelorstudenten in Zukunft vielleicht auch auszuzeichnen, um auch den Kontakt zur FWG zu ermöglichen. Das ist eine der Motivationen. Das sind mehrere Aspekte, die da reinspielen. Also Norbert Walter ist natürlich ein sehr bekannter Mensch, der als Forscher berühmt und auch sehr renommiert war, der natürlich über die Deutsche Bank einen hohen Grad an Renommee hatte. Und wir haben das Glück, dass er eben hier in Frankfurt studiert hat, dass er im Beirat der FLWG saß. Wir auch zu seinen Lebzeiten einen sehr guten Draht hatten. Also ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. Und diese Dinge spielen da eben mit rein. Und wir versuchen, diese Tradition einfach zu nutzen, um ein Stück weit auch das weiterzugeben an Studenten, die ihn eben A nicht kannten, die aber vielleicht unter dem Begriff Norbert Walter was anfangen können. Und das ist so ein bisschen der Brückenschlag zwischen Tradition, Historie auf der einen Seite und eben heute aktuell Studenten, junge Leute zu fördern. Für uns ist besonders attraktiv, dass Norbert Walter diesen Brückenschlag geschafft hat zwischen einerseits akademischen Leistungen, also tatsächlich den universitären Bildungsgrad und aber auch der Praxis. Also dadurch, dass er im DB Research, das er geleitet hat, ja sehr viel akademischen Untergrund geschaffen hat und auch nutzte dafür, aber auch wiederum praxisrelevante Informationen zur Verfügung gestellt hat. Und das ist auch der Anspruch, den wir versuchen mit der FWG und auch generell mit der universitären Ausbildung zu schaffen, dass wir eben hier nicht nur für Papiere, also Papers, die geschrieben werden, lernen, sondern auch für die Praxis. Und das wollen wir damit auch nochmal bewusst auch nochmal Signal setzen, dass wir eben hier praxisrelevante Arbeiten mit akademischer Grunduntermauerung auch hier prämieren. Der FWG-Förderpreis wurde besonders von Norbert Walter geprägt, weil es ihm ein besonderes Anliegen war, direkten Kontakt zu den Studenten zu haben. Und zwar möglichst früh. Nicht erst dann, wenn sie schon den Abschluss haben und dann sowieso schon in die Praxis gehen, sondern relativ früh im Studium schon einen Kontakt auch zu den Professoren zu kriegen, zu der Praxis und eben besonderes Anliegen war, nicht nur die Arbeit selbst, sondern die Art der Präsentation. Alles, was etwas tut für den Nachwuchs, was ja immer irgendwo vernachlässigt wird, ist gut und kann die Dinge etwas weiterbringen. Bevor ich nun die Urkunden überreiche, möchte ich kurz den Sponsoren danken. Unser Hauptsponsor für das Jahr 2014 war die Firma Lorenz Balzen Snack World, die beim Wettbewerb im November 2014 und auch heute Abend vertreten ist durch Frau Staatsjuratli. Herzlichen Dank. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellte, wie auch vorher, uns Jahresabonnements für die drei Preisträger zur Verfügung. Ich denke, dass die FAZ das auch in den nächsten Jahren weiterhin so tun wird. Und mein besonderer Dank geht an Friedrich Suhr, der diesen Kontakt schon seit Jahren vermittelt. Alle Bewerber um den Förderpreis hatten die Möglichkeit, an einem Ganztages-Präsentationsseminar der Firma Accenture auf deren Campus in Kronberg teilzunehmen. Dieses Seminar hat auch schon am 16. Januar stattgefunden und ich habe mir sagen lassen, es war für alle Beteiligten ein sehr großer Erfolg. Applaus
Ab diesem Jahr können wir nun den Förderpreis semesterweise vergeben, da die Christa- und Norbert-Walter-Stiftung ab diesem Jahr die Preisgelder übernimmt. Mein Dank gilt hier besonders der Vorsitzenden der Stiftung, Frau Christine Hock, die auch heute den weiten Weg von München nach Frankfurt nicht gescheut hat, um unter uns zu weilen. Der Norbert-Walter-Förderpreis, der versucht, die Studenten zu belohnen, die fachliche Themen so rüberbringen können, dass auch ein Laie sie verstehen kann. Also jemand, der nicht unbedingt Volkswirtschaft studiert hat, soll verstehen können, was wirklich der Kern der Aussage ist und verstehen, warum man das untersucht. Und die, die das am besten können, die wollen wir gerne mit dem Preis belohnen. Der Norbert-Walter-Förderpreis stand auf einem sehr hohen wissenschaftlichen Niveau und wir mussten feststellen, dass auch die Präsentationen immer besser wurden über die Jahre hinweg. Entschuldigen muss ich mich bei den Teilnehmern, dass wir in dem an sich sehr schönen Eisenhower-Raum keinen Beamer mit Leinwand benutzen durften diesmal, sondern zurückgreifen mussten auf einen dort installierten Fernseher, Flachbildschirmfernseher, der wohl sehr groß in der Diagonale war, aber letztlich halt eben doch zu klein, um entsprechend die Tabellen sehr gut lesbar zu präsentieren. Das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Veranstaltungen ändern. Nun, die Preisträger wurden ja sofort an dem Abend nach dem Wettbewerb bekannt gegeben diesmal, sodass es keinen Sinn macht, hier eine künstliche Spannung aufzubauen, wer jetzt die einzelnen Preise gewonnen hat. Und deshalb kann ich auch von oben beginnen. Und der erste Preisträger war Rainer Reb. Er erhält neben den anderen Preisen, die ich ja schon genannt habe, nämlich den Hauptgeldpreis in Höhe von 500 Euro. Er hat vorgetragen über den Einfluss der Kommunikation auf den Softwareentwicklungserfolg unter Anwendung von Scrum-Praktiken. Herr Reb, kommen Sie bitte nach vorne. Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und in der MAP ist halt eben noch eine kopierfähige zweite Ausfertigung der Ehrenurkunde, wenn Sie das brauchen, Kopien herzustellen. Und bei den anderen letztlich auch noch ein Anmeldeformular für die FEWG. Es ist ja so, dass entsprechend alle Teilnehmer der Endrunde auch entsprechend eine zweijährige kostenlose Mitgliedschaft in der FEWG erwerben, die sie auch hoffentlich nutzen. Bei Ihnen, Herr Reh, habe ich mir sagen lassen, ist es nicht notwendig. Ich bin schon Mitglied. Ja, Sie schon Mitglied. Grundsätzlich war es sehr interessant, ein Thema, ein sehr fachspezifisches Thema, vor einer Jury zu präsentieren, sag ich mal, die nicht aus dieser Fachdisziplin kommt, die komplett eine andere Ausrichtung hat und da natürlich der Reiz, diesem Publikum dieses auch verständlich beizubringen oder diesen Inhalt näher zu bringen auf einer sehr allgemeinen Ebene war eine Herausforderung und natürlich auch ein großer Ansporn für diesen Preis. Nur ganz knapp geschlagen kam auf den zweiten Platz Frau Sophia Vetter. Sie referierte über CSR und KMUs, informelle Strukturen kooperativer Verantwortung. Herzlichen Glückwunsch. Die Geldpreis, in diesem Fall der zweite Platz, 300 Euro, wurden ja schon überwiesen. So, der dritte Preis geht an Herrn René Bayer. Er hat vorgetragen über Prozess Virtualization Theory, der Einfluss von Persönlichkeitsfaktoren auf die Virtualisierbarkeit von Prozessen. Und dieser dritte Preis ist verbunden mit einem Preisgeld von 200 Euro.
Also normalerweise hat man ja nie die Möglichkeit mit seiner Seminararbeit, weil das der ganze Prozess dann einmal abgewickelt ist, noch was zu machen, zu tun. Und hier hatten wir einfach die Möglichkeit, nochmal unsere Seminararbeit zu präsentieren, das auch nochmal einem fachfremden Publikum vorzustellen, einfach nochmal die Möglichkeit, seine eigene Präsentationsfähigkeit auch zu schärfen, sich zu verbessern, einfach mit seinem eigenen Thema nochmal mehr zu beschäftigen. Und ich denke, das ist dann immer nochmal besser, als wenn ich eine Seminararbeit dann später einfach in der Schublade landet und dann keine weiteren Verwendung mehr hat. Von daher war das eine klasse Sache. Und man konnte natürlich auch Einblicke bekommen in andere Themen von den anderen Mitstudenten, Kommilitonen, die damit präsentiert haben. Also insgesamt eine super Veranstaltung. Also die Veranstaltung hat mir deshalb gut gefallen, weil man auch hier wieder gesehen hat, da war Herr Maucher, der so 50 Jahre Erfahrung mitbringt, ja, und eben auch erzählt, wie sich die ganze Wirtschaft gewandelt hat. Und dann sehen wir halt da die Studenten, die halt da spannende Projekte vortragen, und das zusammen macht schon eine gute Mischung aus. Also mir hat es gut gefallen. Ich finde auch, der Rahmen ist nicht zu steif, aber gleichzeitig auch ein bisschen feierlich, also sollten wir so weitermachen. Und was würden Sie sagen, was ist Ihr Eindruck von dieser Veranstaltung hier jetzt? Heute gefällt es mir ganz besonders gut. Wir haben schon eine ganze Reihe von Ehrungen durchgeführt. Dieser Rahmen, dieser festliche Rahmen, ist etwas ganz Besonderes. Er, auf der einen Seite für die Ehrenmitglieder, die heute die Urkunde erhalten haben, aber auch auf der anderen Seite die Preisträger vom Wettbewerb. Ich glaube, sie werden es nie vergessen, in einem solchen Rahmen die Urkunden erhalten zu haben. Ich fand die Veranstaltung schön. Es war ein sehr festlicher Rahmen für die Preisverleihung. Hat mir sehr gefallen. Ich habe viele nette Menschen wieder getroffen und neu kennengelernt. Auch die Ehrenmitgliedschaft der beiden Professoren, die hier geehrt wurden, fand ich. Es war einfach ein festlicher, schöner Rahmen dafür. Das bedeutet Erfahrungsaustausch einerseits mit älteren, also erfahreneren Alumni, auch ein bisschen weitergeben von Erfahrungen, von beruflichen Erfahrungen, von Studienerfahrungen, die man so gemacht hat, zu den Jüngeren, die hier eben auch vertreten sind. Und das macht auch Spaß, heißt, da ist also auch so ein bisschen gesellschaftliches Event dabei, so kann man sagen. Mir geht es so ähnlich. Also zum einen Kontakt halten zur Universität und zu den Professoren, die man ja auch vielleicht zwischendurch mal gar nicht so sehr mochte, weil die Klausuren schwer waren, aber dann anschließend doch zu schätzen wusste, so ähnlich wie in der Schule. Für mich ist aber auch ein Punkt gewesen, natürlich auch Kontakt zu erhalten mit älteren und jüngeren Studierenden. Und letztendlich habe ich meine Frau hier kennengelernt. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, so eine Brücke zu bauen zwischen Praxis und Theorie. Und ich sage mal, für Leute, die schon ältere Semester sind, wie ich jetzt, ist auch mal eine Möglichkeit, wieder zu sehen, wie sich die Unis verändern. Und da kann man ja gerade hier in Frankfurt sehen, dass es unglaublich ist, was sich da in den letzten 10, 20 Jahren getan hat. Wo sehen Sie die FEWG in 10 Jahren? Wir sind ja schon einer der ältesten Alumni-Vereine Deutschlands. Wir sind 1986, 87 gegründet worden. Und in 10 Jahren sind wir immer noch einer der ältesten in Deutschland. Aber wir haben im Moment 1400 Mitglieder. Aus unserer Sicht, es ist eine ordentliche Größe. Wir sind die größte Alumni-Organisation an der Universität Frankfurt. Auf der anderen Seite haben wir ja 200, 300, 400 Absolventen im Jahr. Insofern, mein Ziel ist es eigentlich, dass wir noch mehr Mitglieder motivieren, weil wir auch viele Sachen bieten und man nutznießen kann, was wir tun. Insofern sehe ich uns in 10 Jahren vielleicht zumindest in einer größeren Mitgliederzahl mit noch mehr Veranstaltungen und noch mehr Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Ich möchte Sie ganz herzlich auffordern und ermutigen, dass Sie sich für den Norbert-Walter-Förderpreis bewerben. Den Norbert-Walter-Förderpreis wird es jetzt jedes Semester geben, im Frühsommer und im Spätherbst. Wir ermutigen Sie,
Ihre Referatsthemen, Ihre Seminarthemen verständlich darzustellen. Und wenn Sie sich bewerben wollen, dann freuen wir uns, wenn Sie über fwwg.de nachschauen, wie man das tut. Und wir freuen uns, Sie bald zu sehen.